Unglaubliche Zahlen. Die letzte Sendung von Thomas Gottschalk von Wetten, dass brach im Fernsehen alle Rekorde. Seinen Rücktritt begründete Thomas Gottschalk damit, dass er im Fernsehen nicht mehr das sagen könne, was er auch zu Hause sagen würde. Und damit bricht er wohl eine Lanze für die Meinungsfreiheit und für all diejenigen, die sich von den Mainstream-Medien nicht mehr verstanden fühlen. Dass Thomas Gottschalk aber nicht immer etwas auf die Meinungsfreiheit gibt und auch ganz andere Gesichter in der Vergangenheit gezeigt hat, was wir natürlich nicht vergessen werden und was er genau in der Sendung gesagt hat, das möchte ich in dem heutigen Video erklären. Mein Name ist Dominik Kettner. Und die Rekordeinschaltquote von Thomas Gottschalk, der die Kultshow Wetten, dass seit mittlerweile 40 Jahren moderierte, hat mich selbst geschockt. Denn 12,3 Millionen Menschen sahen die Sendung von Wetten, dass am vergangenen Wochenende. Das sind fast 45% Marktanteil. Hier könnten Moderatoren wie Markus Lanz oder Anne Will nur von träumen. Wie die Seitenhiebe von Thomas Gottschalk aussahen, welche er in seiner Sendung verteilte, das möchte ich hier einmal mit präsentieren. Bergab geht sogar in der Schweiz von alleine, ja. Wir brauchen die Hilfe der Politik in Deutschland, dass es bergab geht. So. Thomas Gottschalk erklärt also in seiner Sendung, dass die Politik den Abstieg Deutschlands, also den Weg bergab, wie er ihn bezeichnete, mit verantwortet und begründet. Und damit hat er recht. Und damit spricht er diesen 12,3 Millionen Menschen wohl zum Großteil aus der Seele. Auch eine mögliche Strategie, sich bei den Menschen weiterhin beliebt zu halten. Und dass die Politik das tut, das sehen wir spätestens an den aktuellen Zahlen der Deindustrialisierung, der steigenden Arbeitslosigkeit und vor allem auch daran, dass immer mehr Unternehmer und Unternehmen dieses einst so wunderschöne Land verlassen. Was also die Ampel in 2 Jahren angerichtet hat, sollten wir alle nie mehr vergessen und sehr gut abspeichern. Genau wie das, was Thomas Gottschalk zu anderen Zeiten über die Meinungsfreiheit sagte. Doch dazu kommen wir erst gleich. Denn die Sprüche von Thomas Gottschalk, die er hier abließ, sorgten speziell auch in den Mainstream-Medien und beim Sender für Furore. Und weil Thomas Gottschalk solche Sprüche, wie ich sie gleich nochmal zeigen möchte, im Fernsehen nicht mehr sagen darf, verabschiedet er sich nun von der Bildschirmfläche von Wetten, dass vor laufender Kamera und liest diese Worte von sich. Natürlich ist Öfteren gefragt worden, warum hörst du denn auf? Es gibt im Wesentlichen 2 Gründe. Es ist weder mein körperlicher noch mein geistiger Zustand. Die waren ja beide nie so doll. Aber ich habe 2 Gründe. Der eine wäre, es ist problematisch, wenn man mir irgendwann die Gäste erklären muss, die bei mir auf der Bank sitzen. Noch kenne ich sie alle, aber es ist doch ein Blödsinn, wenn ich sage, wo bleiben Sophia Loren und Rod Stewart? Und die sagen, die können beide nicht mehr laufen. Und insofern wäre es sinnlos, wenn man mir Gäste erklären muss, die auf die Bank kommen, aber ich kenne sie nicht mehr. Und der 2. Grund ist natürlich der, dass ich, und das muss ich wirklich sagen, immer im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe. Inzwischen rede ich zu Hause anders wie im Fernsehen. Und das ist auch keine dolle Entwicklung. Und bevor hier irgendein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, dann sage ich lieber gar nichts mehr. Insofern, Dankeschön, dass ihr mir so lange zugehört habt und dass ihr mir so lange die Treue gehalten habt. Und ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, nicht nur bei meinem Publikum. Ohne das Publikum hätte alles keinen Sinn gehabt und nicht nur bei meinen gesamten Wettkandidaten. Mit diesen Worten zeigt Thomas Gottschalk ganz deutlich und ganz klar, dass er sich für die Meinungsfreiheit und für die Redefreiheit einsetzt. Etwas, was ich persönlich von so vielen öffentlichen Personen in den letzten Jahren, speziell in den Jahren der Pandemie, vermisst habe. Und immer weniger Menschen trauen sich aufzustehen, denn Achtung, der Verfassungsschutz hat euch ganz schnell im Auge. Denn diese Szene wird beobachtet und das ist doch das, was Herr Haldenwang auch selbst sagte. Wir haben seit vielen Jahren die Sicherheitsbehörden einen sehr wachen Blick auf diese Szene. Dass es grundsätzlich ein wirklich löblicher Ansatz ist, die Zensur im TV anzukreiden und dies auch einmal öffentlich auf einer derart großen Bühne auszustrahlen, das ist in meinen Augen wirklich nochmal eine besondere Betonung wert. Doch Thomas Gottschalk hatte auch andere Seiten und auch diese sollte man nicht vergessen. Und da hat mir eine Entschuldigung gefehlt, denn Gottschalk nimmt es mit der Freiheit scheinbar nicht immer so ernst, wie er es am Samstag in seiner Sendung tat. Sehen Sie selbst, was er zum Thema der Impfung in der Vergangenheit zu sagen hatte. Er forderte also ernsthaft, lautstark vor laufender Kamera, dass Corona-Impfgegner Konsequenzen spüren müssen.
Ob in diesen 12,3 Millionen Menschen, die sich diese Sendung zu Gemüte geführt haben, auch welche von diesen Corona-Impfgegnern waren, die vielleicht nun stehend Applaus liefern, möchte ich an dieser Stelle einmal in den Raum werfen. Wenn Sie die Sendung ebenfalls gesehen haben, schreiben Sie mal in die Kommentare, wie es Ihnen erging und ob Sie noch daran gedacht hatten, was Herr Gottschalk zu Zeiten der Pandemie hier von sich gab. Ich möchte, dass wir im Gespräch bleiben miteinander. Die Linken, die Rechten, die Schlauen, die Dummen, die Oberen und die Unteren. Und es ist ja nun heute der Beginn der Impfwoche. Da setzt es bei mir ja schon aus. Ich bin also der berühmte zweimal geimpfte ältere Mensch, der nicht begreifen kann, dass 60 Millionen sich diesen Schuss geben lassen, aber 20, und ich habe heute in einer Umfrage gesehen, die sind zwischen 18 und 59-Jährige, da fehlen 20, der größte Prozentsatz derer, die fehlen, ist in diesem entscheidungsreifen Alter, sage ich mal. Und ich kann es nicht verstehen, dass Menschen aus diffusen Gründen, denn offensichtlich, es gibt eine kleine Gruppe von Menschen, die gesundheitlich da nicht, wenn wir die ausnehmen, kommen wir trotzdem über 80%. Und 80% würden uns sozusagen über die Zielgerade bringen. Aber die 20 Millionen, die fehlen, ich begreife die nicht. Und ich sage, die müssten dann aber eine Konsequenz spüren. Sei es, dass die Tests was kosten, sei es, dass sie gewisse Dinge, dass sie die Teilhabe an gewissen Dingen verlieren. Aber ich weiß gar nicht, ob das noch auf dem Boden des Grundgesetzes ist. Ich möchte keinen Zwang ausüben, aber ich verstehe die Mentalität von Menschen nicht, die etwas erreichen könnten, für die gesamte Nation das nicht tun. Kann man mir das erklären? Er fordert also lautstark, dass die Impfgegner der Corona-Impfung Konsequenzen spüren müssen, dass sie die Teilhabe an gewissen Dingen verlieren oder dass die Impfung etwas kostet. Ob das Ganze auf dem Boden des Grundgesetzes steht und überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbart ist, weiß er nicht. Aber solche Aussagen von sich zu geben mit einer solch medialen Strahlkraft ist in meinen Augen hochgefährlich. Und hier hätte ich an dieser Stelle zum Karriereende von Wetten, dass spätestens nochmal eine Entschuldigung von Thomas Gottschalk gefordert, damit ich ihm auch abnehmen kann, was er hier gerade der deutschen Politik an den Kopf geworfen hat, nämlich dass sie verantwortlich ist, dass unser Land nicht von alleine den Bach heruntergeht. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass jegliche experimentellen und nicht erforschten Injektionen bei Menschen für Skepsis sorgen und sorgen sollten und dass niemals der Grund sein sollte, warum man jemanden aus einer Gesellschaft ausschränkt. Dass es also scheinbar immer noch Menschen gibt, die immer noch nicht verstanden haben, dass es in dieser Zeit vielmehr darum ging, Menschen zu brechen und die Menschen gegeneinander aufzubringen, macht mich persönlich sehr nachdenklich und skeptisch. Und ob das alles zu einem großen Plan gehört, was wir in den letzten Jahren erleben und jetzt auch Menschen, die sich pro Russland und pro Ukraine stellen oder die im Nahostkonflikt Partei ergreifen, all das ist letzten Endes genau das Sinnbild aus der Pandemie. Wir brauchen Pro und Contra und am besten in der eigenen Gesellschaft, um die Menschen gegeneinander aufzubringen. Damit Sie sich aber nicht gegen diejenigen aufbringen lassen, die Ihnen ans Herz gewachsen sind, möchte ich Ihnen immer ans Herz legen, auch hier offen und tolerant zu sein. Denn jeder kann Fehler machen. Unter Druck passieren den meisten Menschen Fehler. Und dies war nun mal eine Drucksituation, in der viele Menschen einfach nicht mehr klar denken konnten und nie gelernt hatten, freie Entscheidungen für sich zu fällen. Und jeder, der Entscheidungen in eine und die andere Richtung gefällt hat, ist in meinen Augen willkommen in dieser Welt, solange er sich nicht gegen jemand anderen festbeißt. Was sagen Sie denn zu den Aussagen von Thomas Gottschalk? Haben Sie zu den 80 oder zu den 20% gehört? Schreiben Sie es gerne mal in die Kommentare. Dass es 90% der Menschen immer noch nicht begreifen, darüber habe ich mit Ernst Wolf in diesem Video gesprochen. Und jeder, der die Aufzeichnung des letzten Webinars noch nicht gesehen hat, dem möchte ich einmal empfehlen, auf diesen Link zu klicken. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin und danke für Ihre Zeit.